Da draußen rennen Leute rum, er geht Gassi mit seinem Hund, Nachbar Thomas. Boah, ist das bombastisch gemacht. Boah, Freunde, ey, ich hab ne Gänsehaut am ganzen Körper. Daran arbeitest du gerade? Bangkok Travel Guide. Der Reiseführer Bangkoks. Okay, hat sie ihr Fachgebiet geändert? Der ultimative Reiseführer für Bangkok. Farbige Karten, Stadtgeschichte, Rundgänge, Bus- und Zugfahrpläne, Tagesausflüge und längere Abenteuer, Hotels, Hostels, Bars, Nachtleben. Egal, ob Sie schon einmal in Bangkok waren oder ob es Ihre erste Reise in die thailändische Hauptstadt ist, dieses Buch wird Ihnen bei der Reiseplanung helfen, von den üblichen Touristenzielen bis hin zu Abenteuern abseits des Touristenrummels. Besuchen Sie den großen Palast und den Lak Muenga-Schrein auf der historischen Ratanokosin-Insel. Entdecken und probieren Sie die Waren des Chatuchak-Markts. Finden Sie heraus, wo man am besten etwas trinkt, einen Tuk-Tuk herbeiwinkt und anschließend übernachtet. Vollgepackt mit Ortskenntnissen können Sie mit diesem Reiseführer das Beste aus Ihrer Reise machen. Elena, deine Artikel und dein Fachgebiet in Sachen Schreiben war auch mal ein bisschen interessanter. Aber vielleicht ist sie auch ein kleines bisschen ruhiger geworden. Man wird ja mit dem Alter dann doch auch ein bisschen. Ach. Aber schön habt ihr es. Die Drakes haben sich's hier sehr schön gemacht. Ganzen Bilder, Karikaturen, alte Abenteuer. Elena und Nate wieder. Tempel. Es wirkt fast wie ein Traum vom Nate, muss man wirklich sagen. Da läuft eine MP3-Playlist. Sehr schönes Detail. Meine Güte, wie viele Bäder habt ihr denn in diesem Haus? So, mehr Bäder als alles andere. Du warst lange da oben. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Da sitzt die Elena Fischer. Wegbegleiterin seit Teil 1. Ja, die beiden hatten ja auch ihre kleinen Probleme, ne? Zwischen Teil 1 und 2 waren sie zum Beispiel kurz getrennt. Und ich glaube auch zwischen Teil 2 und 3 gab es auch so kleine Differenzen. Aber schlussendlich haben sie dann doch immer wieder zusammengefunden. Da hinten geht's raus in den Garten. Das sind wieder so schöne kleine Reihenhäuser, die in Amerika haben. Die gibt's hier in Deutschland auch, aber die sind sehr, sehr selten. Ruhiger Vorort. Ja, Nate, ne? Du bist im Leben angekommen, wie es so schön heißt. Ja, bitte. Wir gönnen uns erstmal ein Bier. So muss das sein. Zum Erholen. So. Und dann bringen wir Frau mal das Essen. Bitteschön. Und... Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur mal den Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. Oh. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand eine Art Warnung.
Hey. Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Cool. Wo bin ich hier gerade gelandet, Witcher 3? Jetzt habe ich Antwortmöglichkeiten. Bewohner von Bangkok, die verschollene Stadt Bangkok, natürlich Flüge. Flüge in Bangkok. Die haben einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Hm. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind, du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns... darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich hab dich spielen sehen. Ja. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Na, was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Eine PlayStation 1! Okay. Sieh zu und lerne. Oh, ich lerne schon viel. Oh, ist das geil! Wie cool ist das denn? Ich muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay. Wie geil ist das denn? Gibt's ein Problem? Nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. Ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. So. Nein! Und die Kreistaste ist dein Drehen. Boah, ist das geil! Ja, und mit X springst du. Okay, wo ist X? Beim rechten Daumen. Klar. Spring über alle Gruben und trink Wasser. Psst, bitte, das ist mein Ding. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach da vor. Ich hab den Felsblock nicht getan. Auf die Grube. Boah, Leute, ist das geil. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Was ist das, ein Fuchs? Wer hört denn das? Oh Gott! Fuchs aus. Wie ein Fuchs in Scheiß. Zerstör die Kiste. Zerstört ein Fuchs Kisten? Beutelfuchs. Und er... Fuchs. Das ist nicht sehr realistisch. Ey, das ist so super. Ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ey, es ist... Oh Gott, Alter, ich... Füchse können das nicht. Beuteldachs. Das sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal einen gesehen? Nein, aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Die Grafik ist ziemlich gut. Nicht? Benutzt den Drehangriff. Welche Taste? Kreis, Drehangriff. Alter, ich hab grad Nerdgasmus, Freunde. Ohne Scheiß. Ich hab grad... Boah. Alter. Gott, okay, ist gar nicht so einfach. Geht. Okay, nimm die Frucht. Was macht die Frucht? Bei 100 bekommst du ein extra Leben. 100? Wer hat Zeit, 100 Sterne zu sammeln?
Die Version ist gar nicht so einfach mit dem Steuerkreuz auf F4er. Oh Gott! Oh Gott! Geschafft! Ja, gut gemacht. Boah, ey, Naughty Dog. Ich liebe euch, Alter. Boah, ist das heftig cool. Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Echt jetzt? Was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Boah, Freunde, zocke ich hier ein Videospiel oder? Ey, das ist. Boah, ich hab Gänsehaut, ey. Boah, ist das genial. Alter. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe, etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft. Und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten. Und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst. Bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan. Ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey. Alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Kommt er gar nicht drauf klar. Schön. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, könnte oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hängst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Ja, es geschah alles vor den ersten Uncharted-Teilen. Jetzt haben wir die Bestätigung. Okay, erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay, das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört. Und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst.
Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Siehst du es gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen, sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja... Sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar. Me alegro verlo. Sag mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Vámonos. Ach du Scheiße. Hector Alcazar. Boah, Freunde, was hier alles passiert, ey. Ich sitze hier vorm Pad und weiß nicht, was abgeht. Oh, geil, Freunde. Ey, sorry, es tut mir leid. Ich muss jetzt aber einen Schnitt machen. Ey, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Uncharted 4. Ey, ich hoffe, ihr bleibt hier weiter dran, ey. Das. Oh Gott, ist das genial. Also, das ist nicht mehr toppbar, Alter. Das ist wirklich nicht mehr toppbar, was in diesem Part passiert ist. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich wünsche euch was. Euer Wishes, ey. Kriegen noch immer die Abmoderation hin. Oh. Geiles Game, Freunde, geiles Game.